Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. Mein Name ist Robert Jungnischke und heute habe ich einen ganz tollen Gast, den Dr. Humpisch. Dr. Humpisch ist ein Kernkraftwerksexperte, beruflich, wenn ich das richtig gelesen habe, viele Jahre schon in dem Bereich involviert. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, uns mal so ein paar Dinge im Bereich der Kernkraft zu erklären. Denn meiner Meinung nach wird da sehr viel an Halbwahrheiten oder Unwahrheiten verbreitet und Angst erzeugt. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Herr Dr. Humpisch sich heute die Zeit nimmt, uns ein bisschen was über die Kernenergie zu erzählen. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, also ich würde gerne anfangen. Wir haben ja Ende letzten Jahres drei super funktionierende Kernkraftwerke abgeschaltet. Wir haben noch drei, die laufen und die sollen zum 15.04. abgeschaltet werden. Frage 1, könnte man die drei abgeschalteten wieder in Betrieb nehmen? Und Frage 2, könnte man die drei, die jetzt abgeschaltet werden sollen, weiter betreiben? Also zu dem ersten Fall, die drei abgeschalteten, sicher kann man die wieder in Betrieb nehmen. Allerdings muss man realistisch sehen, dass das wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre dauern wird. Weil die jetzt aus allen, sag ich mal, Zulassungen rausgelaufen sind. Die müssen also alle wieder laufend überprüft werden, auf alle Gesichtspunkte hin. Das ist einmal schon ein Riesenpaket. Und teilweise sind die ja auch schon, sag ich mal, etwas zerstört worden. Ja, man hat bei einem die Kühltürme gesprengt, ne? Da wird man also erstmal sehen müssen, kann man die Teile wieder einbauen? Ja. Geht das alles noch? Also realistisch ist bestimmt ein Zeithorizont von 2 bis 3 Jahren. Schneller wird es auf keinen Fall gehen. Und sicherheitstechnisch, weil ich habe in der Presse mal gelesen, bei diesen alten, in Anführungsstrichen alten Kernkraftwerken, die würden heute gar keine Zulassung mehr bekommen, weil sie die Sicherheitsrichtlinie nicht erfüllen würden. Also das ist schlichtweg Unsinn, weil jeweils, also ein Kraftwerk im Betrieb auch, jeweils immer regelmäßig überprüft wird. Und immer auf dem neuesten Stand. So, und wenn, so das haben wir ja gehabt früher in einigen Jahren, wenn sich irgendeine Neuerung ergibt, sage ich mal damals zum Beispiel diese Wasserstoffumsetzung wieder, damit es nicht explodieren kann, dann gibt es eine Aufforderung, in einer angemessenen Zeit das nachzurüsten. Das ist also ein laufender Prozess. Das heißt, in dem Sinne, alte Kraftwerke gibt es gar nicht. Jedenfalls nicht in der westlichen Welt. Damit meine ich jetzt mal Europa, USA, wahrscheinlich sogar China. Das ist also ein laufender Anpassungsprozess. Ja, und da sind wir wieder bei der Fehlinformation, weil das war auch mein Kenntnisstand und Sie haben es jetzt bestätigt. Und die drei verbliebenen Kernkraftwerke, da ist ja kein, nach meinem Kenntnisstand bisher kein neuer Brennstoff gekauft worden. Die haben ja am 15. April keinen Brennstoff mehr. Das ist ja auch korrekt, ne? Naja, das wird in der Öffentlichkeit auch nicht so richtig dargestellt. Die fahren jetzt schon nur noch mit 60% Leistung. Das können Sie im Internet, können Sie täglich das sehen, wie die deutschen Kraftwerke laufen. Und die sind jetzt schon runter mit ihren bereits ausgebrannten Brennelementen, weil eigentlich war ja ursprünglich mal gedacht, Ziel ist 31.12. Genau. Dann lässt man sich natürlich immer noch eine gewisse Reserve. Aber mit der Reserve ist man jetzt am knappsten. Und die Leistung geht von Tag zu Tag runter. Und neue Brennstäbe sind nicht bestellt und dürfen ja auch nicht bestellt werden. Ja. Das heißt, wenn jetzt irgendwann was passiert, im weitesten Sinne, dann kommt der rote Knopf und das war's dann. Dann fallen die ganz vom Netz, weil die wahrscheinlich mit diesen Restbrennstoffen nicht mal angefahren werden können. Ja, und da gibt es doch auch was, also ich, wie gesagt, ich bin ja überhaupt kein Kernkraftexperte, dass hier keine Kernkraftwerke mehr betrieben werden dürfen, weil wir kein Endlager für den Atommüll haben. Gut, da müssen Sie mich jetzt nicht im Detail fragen, weil das ist eine reine Juristenfrage. Ah, okay. Weil sprich, was haben wir für Gesetze? Das kann sein, dass da sowas im Kleingedruckten drinsteht. Ja. Aber ja. Wie schnell man in diesem Land Gesetze ändern kann, wenn man will, das hat man ja gerade gesehen bei Habeck mit seinen Flüssiggasterminals. Naja. Da waren die Grünen immer dagegen, seit Jahrzehnten. Ja. Und plötzlich wird es zum eigenen Nachteil und dann geht das hoppala hopp. Da spielen Gesetze keine Rolle mehr. Ja. Ja. Genauso wie man immer von Bürgerbeteiligung redet und Rechtsweg redet. Aber wenn es um neue Windräder geht, sagt man, nee, das setzen wir jetzt mal alles außer Kraft. Das dauert viel zu lange. Naja, und wie gesagt, das ist eine juristische Frage, die müssen Sie nicht einen Techniker fragen. Ja, okay. Dann gibt es ja, also ist, ich habe gehört, dass so ein Kernkraftwerk zwischen 700 und 1000 Leuten an Personal hat.
Jetzt stelle ich mir momentan vor, also ich weiß nicht, wie die Leute sich fühlen, die da in den drei Verbliebenen noch arbeiten und in den drei Abgeschalteten. Die haben ja keine Zukunftsperspektive, weil sie im Grunde nicht wissen, wie es weitergeht. Das heißt, hat man denn da überhaupt noch genug Personal, die alle weiter zu betreiben, wenn jetzt ein politischer Schwenk käme? Also noch hat man Personal. So, und die Leute werden auch nicht auf die Straße gesetzt, muss man dazu sagen, 700, da ist der Gärtner auch mit eingerechnet und die Okay. Kantinenfee. Die werden schon dementsprechend sozial versorgt werden, wie bei allen Energieversorgern das immer üblich war. Und die Kerntechniker selber, die brauchen sich nun keine Sorgen machen, weil die werden vielen überall im Ausland genommen. Also wenn ich sehe zum Beispiel Schweizer Kraftwerk, das ist im Projekt im Prinzip inzwischen völlig deutsch, deutsche Mannschaft, alles rausgekaufte Ehemalige. Wahnsinn. Und wenn sie am Golf runterfahren, die vier neuen Kernkraftwerke, da wird auch neben Englisch hauptsächlich Deutsch gesprochen. Gut. Also das hat uns Kerntechniker, sage ich jetzt mal, nie so betroffen. Ja, das heißt, Weil das ist wir sind eine. immer schon weltweiter orientiert. Ja, ja, Und wenn wir okay. jetzt in Deutschland nicht wollen, gut, kann sich einer überlegen, ob er umsattelt beruflich. Wenn er jung ist, wenn er älter ist, wird er wahrscheinlich dabei bleiben und wird mit ins Ausland gehen. Okay. Abgesehen davon haben die immer auch große, gute Abfindungsprogramme. Also die Stromversorger, die lassen ihre Leute nun nicht im Stich aus Ja. politischen Gründen und setzen die einfach auf die Straße, weil das konnte ja nun keiner vorhersehen. Ne, ja, das ist ja momentan, kann ja eh keiner was vorhersehen. Das ist ja so ein bisschen gerade das Problem, was wir in diesem Land haben. Okay, kommen wir mal zu einer ganz anderen Frage. Es geistert als größter anzunehmender Unfall der sogenannte Super-GAU durch die Medien. Was genau ist das und wie gefährlich ist das wirklich? Also der größte, überhaupt dieses Wort GAU ist ja so eine Abkürzung für größter Auslegungsunfall oder anzunehmender Unfall. Ja. Man muss da irgendwo mal eine Grenze ziehen im Genehmigungsverfahren. Also dann, so ein Genehmigungsverfahren ist heute ungefähr, können Sie sagen, 2 bis 3 Millionen DIN A4 sein. Da müssen Sie detailliert jedes Detail Zwei ein. bis drei Millionen. Ja, das ist der Stand jetzt bei den neuen Kraftwerken, die gerade in der Genehmigung sind, was Sie erstmal einreichen müssen. Und dann kriegen Sie ungefähr einen Schriftverkehr von 2 Millionen Seiten auch wieder zurück, was Sie alles noch an Nachfragen und so weiter. Also das ist ein ziemlich umfangreicher Prozess, den man in Deutschland wahrscheinlich gar nicht mehr machen könnte, weil man ja hier auch die ganzen Genehmigungsbehörden abgebaut hat. Die sind ja alle darauf eingestellt gewesen, wir machen jetzt Schluss. Ja. Und die ganzen Stellen im Ministerium sind alles mit ultragrünen Laiendarsteller inzwischen besetzt. Da finden Sie keine Reaktorfachleute mehr. Also ob wir hier überhaupt noch eine Genehmigung durchführen können, wage ich zu bezweifeln. Das ist schon mal der Stand, der dabei abgefallen ist. Also Ja. das ist ja, ich sage mal, das ist nicht eine Windmühle, ein Stahlmast mit Plastikflügel, sondern da ist alle Technik, die man sich vorstellen kann drin. Auch an Chemie, an Computertechnik. Also die haben meistens eigene Computereinlagen. Da ist jede Universität neidisch drum, jedes Kraftwerk. Ja, dafür sind die Spezialisten da und, und. Und das ist nicht so einfach, wenn man da mal Schluss macht und vielleicht auch gerade die guten Leute rausekelt mit der Perspektive, hier ist in 3 Jahren Schluss. Ja, dann gucke Ja. ich mich noch rechtzeitig nach einem neuen Arbeitgeber um. Dann kann man da nicht einfach pfeifen und dann geht's zurück. Nö, das muss man ja auch verstehen. Ich meine, die Leute haben ja auch irgendwie ihre Perspektive. Ja, und was ist jetzt dieser größte anzunehmende Unfall? Ja, ach so, der größte anzunehmende Unfall ist also immer gewesen, das ganze Kühlmittel geht weg, alles Wasser raus, üblicherweise durch einen Leitungsbruch, einen berühmten 2H-Bruch, wo also beide Stellen offen sind und das pustet raus. So, und der muss noch mit technisch beherrscht werden, ohne dass überhaupt was passiert eigentlich. Das ist der Punkt. So, was immer die Leute sich da so drunter vorstellen, was das Schlimmste ist oder was es geben kann, das war eigentlich Tschernobyl. Da ist das ganze Ding explodiert und hat wie ein Vulkan alles ausgespuckt. Und was waren die Konsequenzen? Nicht die Propaganda, die wir hier immer zu hören gekriegt haben, 10.000 Jahre unbewohnt, Millionen von Toten. Nichts war. Ja, natürlich, es hat ein paar Tote gegeben bei den Löscharbeiten und bei den Aufräumarbeiten und, aber nicht diese Darstellung, wie es immer in der Propaganda war. Ja, Und ich habe mehr mal kann man Bilder sich gesehen nicht mal von mehr der. vorstellen.
Ja, ich habe Bilder gesehen, dass da die Natur sich total wieder erholt hat und dass da ganz Ja, viele sicher. Tiere sind und dass da alles in Ordnung ist, ne? Ja. Genau. Und das jetzt, sag ich mal, modernere Beispiel, weswegen wir ja ausgestiegen sind, Fukushima, da ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Gut, das Kraftwerk selber ist total schaden, aber es hat nicht einen einzigen Toten gegeben. Und Ja. es hätte auch in der Bevölkerung nichts gegeben, wenn man nicht sag ich mal, überreagiert hätte, indem man zum Beispiel gesagt hat, oh, wir müssen jetzt ordentlich ganz schnell evakuieren, Evakuieren, genau. auch noch in einer allgemeinen Katastrophensituation. Da hat es ja 14.000 Tote gegeben, das war ja nicht so ein separates Ereignis. Wir müssen jetzt möglichst schnell evakuieren und teilweise Leute aus Intensivstationen rausgeholt hat und notverlegt hat, die Ja. dann kurz danach gestorben sind. Hm. Das hatte man mit der, sag ich mal, Kerntechnik alles überhaupt nichts zu tun. Ja, und Wenn man hatte nichts gemacht hätte, wäre noch weniger passiert. und ist denn also hat es in Fukushima gar keine Kernschmelze gegeben? Doch, es hat Kernschmelze gegeben, sogar drei von vier Reaktoren, also wo man das schon weiß. Ja. Aber gut, was heißt Kernschmelze? Da haben sie jetzt einen Klumpen drin, so ein glasartiges Material, was ziemlich aufwendig ist, das da rauszuholen und dann so wieder aufzubereiten, dass man das entlagern kann und so weiter. Aber ansonsten ist da nichts Schlimmes. Also sie können sich jetzt auf dem Gelände bereits frei verwegen. Da sind ja tausende Leute am Arbeiten und sie konnten sich bis zu dem Werkszaun auch immer frei bewegen. Da waren immer noch die Strahlenbelastungen weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Das heißt, die gesamte mediale Berichterstattung, dass da alles verstrahlt ist und so, ist Ja. alles gelogen. Alles erstunken und erlogen, wenn Sie es drastisch Hammer. formulieren wollen. Das ist ja Das echt ist ja auch der Hammer. Grund, warum muss man sich ja hier mal die Frage stellen, die Japaner haben ja ganz vernünftig gehandelt. Gut, das war erstmal ein Riesenfehler, das Ding so zu bauen, wie es gebaut worden ist. Das hätte nie passieren dürfen, ist eine Sache. Aber die haben dann sofort eine Notbremse gezogen, haben erstmal alle Kraftwerke runtergefahren, haben sich selber eine Zeit gegeben, nach hinten offen, alles zu überprüfen, zu analysieren, was war der Störfall und vor allen Dingen auch ihre ganzen Genehmigungsbehörden, die vorher ziemlich versagt hatten, ganz umzubauen. So, Ja. das ist, der Prozess ist inzwischen abgeschlossen und deswegen fangen die ja jetzt wieder an, ein Kraftwerk nach dem anderen hochzufahren. Ja, und die wollen Und jetzt zwar auch mit neue voller bauen, ne? Unterstützung der Bevölkerung. Ja, das ist ja auch, ich meine, wer hier gegen Kernkraft ist, der macht das ja aufgrund der Informationen, die er über die Medien bezogen hat. So Das ist heißt, der es. hat ja gar keine Fakten, sondern der ist ja sozusagen vorprogrammiert, wie der antworten und was der denken soll. Das ist ja sehr professionell gemacht worden, leider. Und nicht zu unserem Wohle. Jetzt kommt bei mir immer, also ich komme ja von der Vorsorgeseite her, das heißt, ich versuche ja die Menschen vorzubereiten auf mögliche Stromabschaltungen und im schlimmsten Fall einen Blackout. Und ich kriege also fast bei jedem Vortrag, den ich dazu halte, die Frage gestellt, ja, was passiert denn mit den Kernkraftwerken hier in Deutschland, wenn ein Blackout passiert? Was passiert mit dem in Belgien? Und in der Tschechei haben wir da was zu befürchten, wenn es zu einem großflächigen europaweiten Stromausfall käme. Da passiert schlichtweg gar nichts. Genauso wenig wie zurzeit immer wieder in Saporischschja passiert, im ukrainischen Kernkraftwerk. Immer wenn die Russen wieder eine Stromleitung kaputt schießen, dann fallen die vollautomatisch vom Netz runter, gehen erstmal in Eigenbetrieb, in Eigenversorgung. Ja, und dann können sich überlegen, wie es weitergeht, ob sie wieder hochfahren können, weil irgendwann die Leitung wieder da ist, oder ob sie ganz abschalten. Aber eigentlich merkt das, oder wie soll man sagen, das Kraftwerk merkt sowieso nichts. Aber die Leute, die da arbeiten, würden da kaum was von merken, außer dass die Lampen angehen. Weil das Ja. ist ein ganz vollautomatischer Routineprozess, dass man die Leitung abschaltet nach außen hin und vollautomatisch in den Eigenbetrieb übergeht. Okay, und jetzt gibt es ja immer dieses ominöse, da gibt es die Notstromdiesel und wenn jetzt die Notstromdiesel ausfallen, dann würde es theoretisch zu einer, ja, zu einem Super-GAU kommen. Also das ist ja genau das, was in Fukushima passiert ist. Da sind durch die Flutwelle die ganzen Schaltanlagen außen zerstört worden, die ganzen Leitungen nach außen zerstört worden und auch die Notstromdiesel völlig abgesoffen bei denen, weil die so intelligenterweise, eigentlich ist es eine Sache gewesen, die hätte man mit ein paar tausend Euro verhindern können, indem man da richtige Stahltüren eingebaut hätte, da wo die waren, wasserdichte Türen. Dann wären die Notstromdiesel auch nicht kaputt gegangen. Aber da man dann alles so,
ja, zweifelhaft gebaut hat, also nicht nach deutschem Standard, sowas hat es hier nie gegeben und auch nicht mal nach französischem, ist das dann passiert. So, und wenn man dann keinen Strom mehr hat, dann kann man erstmal noch eine ganze Zeit leben mit Batterien. Das haben die auch gemacht. Aber das reicht im Wesentlichen nur, um Messgeräte weiter zu versorgen und die allerwichtigsten Stellglieder. Und dann braucht man aber Strom letztendlich zur Kühlung, um die Pumpen in Betrieb zu halten. Und das ist da eben gewesen, das war nicht mehr. Da waren die Pumpen sind ausgefallen, weil die Notstromanlage nicht gekommen ist. Mhm. Und dann hat sich der Kern selber überhitzt und ist teilweise geschmolzen. Das sind diese drei Gauss gewesen oder Super-Gauss gewesen. Ja. Und das würde also bei den Kraftwerken, die hier um Deutschland herumstehen, dann wahrscheinlich auch irgendwann passieren, wenn es zu einem lang anhaltenden Stromausfall käme. Das ist hier äußerst unwahrscheinlich, weil wir immer schon, also gerade in Deutschland sind wir das Land der Hosenträger zum Gürtel. Mhm. Ja? Also wir haben dann nicht einen Notstromdiesel, sondern wir haben vier Notstromdiesel. Und wir haben auch grundsätzlich immer sogar zwei Fabrikate verschiedene, damit dann nicht, wenn da irgendwo ein Serienfehler in dem Diesel ist, alle vier nicht starten. So, und jetzt nach Fukushima haben wir noch zusätzliche Diesel auf dem Gelände, die man mit dem LKW hinfahren kann als Notstrom. Ja. Und in Amerika zum Beispiel hat man diese Katastrophencenter aufgebaut, wo man also jede Menge auch noch Ersatzteile hat, Feuerlöschpumpen, alles, was man sich vorstellen kann, die im Ernstfall, wenn einer einen Schaden hat, dahin geschafft werden könnte. Also das ist eine gänzlich andere Situation, als das jemals in Japan gewesen ist. Mhm. Die waren also wirklich auf sich selber angewiesen. Ja, also kann man sagen, dass selbst wenn hier ein europaweiter Stromausfall von einer Woche Dauer passieren würde, dass das für die Kernkraftwerke hier in Europa wahrscheinlich gar keine Konsequenzen hätte, die die Bevölkerung betrifft. Ja, erstmal das. Und das wären auch wahrscheinlich so ziemlich die einzigen Anlagen, die in der Lage wären, das Netz überhaupt wieder aufzubauen. Weil so Kernkraftwerke alle schwarzstartfähig sind. Die können also ohne Strom von außen selber in Gang gesetzt werden können. Während zum Beispiel ein Kohlekraftwerk überwiegend nicht schwarzstartfähig ist, weil die brauchen große Strommengen für ihre Mühlen, alles drum und dran. Und die haben keine Notstromdiesel. Das ist denen einfach zu teuer. Ja. So, ja, also das ist ja mal wirklich eine super Neuigkeit, weil das konnte mir noch keiner so sagen, was genau bei einem Blackout tatsächlich passieren würde. Also das ist sicherlich eine super tolle Nachricht. Also ja, nochmal ganz klar, da passiert vom Kraftwerk aus gesehen gar nichts, sondern die Schaltanlagen schalten die alle ab, alle Leitungen, wenn es alle betrifft, sonst immer nur die, die kaputt sind. Und dann geht er automatisch über in den Eigenbetrieb. Also der Reaktor fährt selber runter auf ungefähr 5-10% Leistung und macht nur noch Strom für sich selber. Ja. Ja, es gehen ja immer die Gerüchte um, und das wird ja leider auch in den Medien immer wieder aufgebauscht, dass die deutschen Reaktoren so sicher seien, aber ein tschechischer, ein polnischer oder ein belgischer halt eben nicht so sicher sind. Also das kann man so überhaupt nicht sagen. Wissen Sie, es gibt überhaupt keinen industriellen Bereich auf der ganzen Welt, der so international verknüpft ist. Wo man zum Beispiel, hat man diese WANO, das ist die Organisation der Operator, die das wirklich betreiben. Da sind automatisch alle Kraftwerke der Welt Mitglied und regelmäßig überprüft man sich gegenseitig. Das heißt, da kommen von den anderen Kraftwerken immer so ein Stab von 15 Leuten aus verschiedenen Nationen, die sich 3 Wochen bis 2 Monate das alles angucken, von Fuß bis oben, mit den Leuten sprechen und Hinweise geben. Da lernt man immer gegenseitig. Also wenn einer jetzt mal was Neues als irgendwas Besonderes entdeckt hat, geht das sofort an alle anderen Kraftwerke. Mhm. Also man kann da heute nicht mehr von einem unterschiedlichen Sicherheitsstandard sprechen. Jedenfalls immer in diesen zivilisierten Ländern. Da sage ich jetzt mal sogar Russland eingeschlossen, Ukraine eingeschlossen. Ja, ja. Wie das irgendwo vielleicht in Afrika aussieht, mag eine bisschen andere Geschichte sein. Mhm. Aber in diesen technischen Nationen ist da heute kein Unterschied mehr. Ja, das ist ja. Und man hat auch die Sicherheitstechnik ja angepasst. Auch gerade mal die Russen. Da war ja damals so die Argumentation, die ja auch nicht verkehrt war, mit dem alten Kraftwerk in der DDR. Das müssen wir jetzt mal sofort abschalten. Das hat ja nicht unseren Sicherheitsstandard. War ja richtig. Aber wir haben diese Kraftwerke ja überall im Ostblock gehabt. Heute noch in Tschechien in Betrieb und. Und die sind alle nachgerüstet worden.
auch unseren heutigen Standards und teilweise auch komplett umgebaut worden. Also was die Steuerung und Regelungstechnik anbetraf, da hat man die heute überall Westtechnik eingebaut. Selbst die Russen kommen heute für ihre eigenen Kraftwerke, die sie bauen, immer noch Sicherheitstechnik aus dem Westen. Ja? Okay. Kommen wir mal zu einer anderen Frage, weil das ist ja auch, geht immer wieder durch die Medien. Cyberangriffe, also dass irgendwelche Terroristen so ein Kernkraftwerk hacken und dann da irgendwelchen Unfug anstellen. Ist das realistisch? Halte ich für absoluten Blödsinn. Also erstmal ist schon im Kraftwerk die Sicherheitstechnik computermäßig vollkommen von der restlichen Computertechnik getrennt. Da kommen also nur ganz bestimmte Leute rein und die hat überhaupt keine Verbindung nach außen. Und auch sonst, das Kraftwerk hat keine Verbindung nach außen ins Internet. Okay, die können sich da im Büro was angucken, aber jedenfalls alles, was da an Technik ist, ist losgelöst. So, das heißt, wenn man da überhaupt einen Angriff starten will, dann müsste man mindestens jemanden da reinschicken. Das war ja damals die Spekulation im Iran, wo man die Zentrifugen kaputt gemacht hat, dass da wirklich einer mit dem USB-Stick reingegangen ist und das aufgeladen hat. Ja. Aber das ist bei heutiger Sicherheitstechnik, also an Vorschriften, an Kontrollen, ist das eigentlich nicht möglich. Und von außen schon gar nicht. Das ist Blödsinn. Wenn das ginge, dann hätten die Russen zum Beispiel schon in der Ukraine die Kernkraftwerke längst vom Netz geholt. Weil die haben sie ja gebaut. Die wissen ganz genau, wie die aussehen. Ja. Das sind immer alles so Spinnereien in der Öffentlichkeit. Ja, das, aber das ist halt das Schlimme. Viele Menschen glauben diesen Unsinn halt und haben Angst. Und Angst ist immer schlecht, weil Angst führt immer dazu, dass der Verstand aussetzt. Was mich interessieren würde, wie sieht denn jetzt eigentlich, ich meine, in Deutschland soll ja alles abgeschaltet werden und es steht ja auch zu befürchten, dass die letzten drei dann am 15.04. auch wirklich vom Netz gehen und dass da nichts mehr passiert. Aber was würden Sie persönlich sagen, die Kerntechnik, also wenn ich das richtig sehe, ist die auf der ganzen Welt im Vormarsch, dass immer mehr Kernreaktoren gebaut werden, kleine und große. Das heißt, weltweit setzt man auf die Kerntechnologie. Ist doch richtig, oder? Ja, erstmal das und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, was hier immer unterschätzt wird, die Kerntechnik als Industrie ist immer der Trendsetter für die gesamte Industrie gewesen. Alles, was an Entwicklung gekommen ist aus der Sicherheitstechnik, die man heute in der Chemie übernommen hat, ist alles aus der Kerntechnik gekommen. Mhm. Alle die moderne Steuerung und Regelungstechnik, alles aus der Kerntechnik gekommen. Das heißt, wenn man das macht, was man in Deutschland ja schon angefangen hat, man steigt da einfach aus, dann klemmt man sich aus breitesten Bereichen raus. Weil jetzt hat man ja noch sozusagen eine Kooperation zum Beispiel zu Amerikanern oder zu Franzosen durch die Kernkraftwerke. Wenn man sich aber ausklingt, ja, was sollen die noch mit Deutschen da sich unterhalten und machen und sonst was? Da wird unser ganzer Industriestandard wird gewaltig runtergehen. Die gesamte Schweißtechnik, die ganze zerstörungsfreie Materialprüfung kommt alles aus der Kerntechnik und entwickelt sich ja da auch jeden Tag weiter. Ja? Man hat immer wieder neue Verfahren, aber nicht mehr bei uns. Ja. Schluss. Wir sind in der Position eines Dritte Weltlands. Ja. Muss man realistisch so sehen. Da sind wir ja auf dem besten Wege hin. Wenn wir nicht mehr jeden Tag genügend Strom haben, um eine Industrie zu betreiben, dann wird hier bald nichts mehr sein. Ja. Und was würden Sie sagen, es gibt ja die unterschiedlichen Kraftwerksgenerationen, was wird sich jetzt in den nächsten Jahren durchsetzen? Ich habe gehört, in Polen soll jetzt, glaube ich, ein neues gebaut werden, dann in China sowieso ganz viele, Indien. Was wird die Zukunft sein in der Kerntechnologie? Die Polen haben einen Beschluss draußen, 6 Reaktoren zu bauen. Und sie stehen gerade in abschließenden Verhandlungen mit Westinghouse. Das wird jetzt in den nächsten Monaten so sein. Dann hat Westinghouse den Auftrag, die ersten 3 an der Ostsee zu bauen. Ziemlich in der Mitte zwischen deutscher Grenze und Danzig. Die zweiten 3 sind noch nicht ganz klar, welchen Standort, wann, wie, wo. Und parallel läuft noch eine Schiene von der Industrie, den gleichen Kraftwerkstyp zu kaufen, den man unten am Golf gebaut hat, diesen koreanischen Reaktor. Da läuft bereits auch die Ausschreibung zum Ersatz des größten Braunkohlekraftwerks in Polen. Soll daneben dann 2 so eine koreanischen Reaktoren gebaut werden. Plus Initiative aus der chemischen Industrie und aus der Kupferindustrie,
Die wollen diese sogenannten SMR, diese kleinen Reaktoren, sind die auch in Verhandlung mit den Amerikanern aufzubauen. Also ich will damit Folgendes sagen, Polen ist mit Vollgas voraus ins Kerntechnikzeitalter, so wie wir mal in den 50er, 60er Jahre waren. Mit allem, was dazugehört, Aufbau von Genehmigungsbehörden, Universitäten, Lehrstühle, Forschungsinstitute, alles, das läuft auf vollen Touren. Wie sieht es eigentlich aus? Denken nebenbei gesagt, alle Ostblockstaaten so, gerade was diese Kleinreaktoren anbetrifft, gibt es auch schon ernste Verhandlungen in Rumänien, so einen New-Skill-Reaktor zu bauen, auch als Ersatz für ein Kohlekraftwerk, die denken da halt anders. Und man spekuliert darauf, dass man sozusagen die zweite Fabrik für solche Reaktoren, die sollen ja in Serie gebaut werden, außerhalb der USA, hier im Ostblock macht. Wahrscheinlich in Tschechien. Skoda hat lange Kerntechnik-Tradition. Ja, also das ist die Sache. Und auch auf der anderen Seite bei den Holländern, die wollen zwei neue Blöcke bauen, haben sie beschlossen. Da sind sie in der Vorausschreibungsphase, also das ist ja immer sowas, ja, ein Milliardenobjekt, ist ein langwieriger Prozess, schon mal die Ausschreibung zu machen, die Verträge zu machen, aber die Vorstudie läuft. Und Dänemark ist ja unser großes Vorbild für die alternativen Energien. Da gibt es also inzwischen zwei Hersteller, die an Salzbad-Reaktoren arbeiten. Eine Schiene ist, die haben jetzt mit Korea schon den Auftrag gemacht, Schiffe zu bauen, wo die draufkommen, so nach russischem Muster, man wie die russischen Eisbrecher da sind. Diese. Und die zweite, Copenhagen Atomics, die haben jetzt einen Genehmigungsantrag gestellt in England, weil Dänemark hat ja gar keine bisher kerntechnische Industrie, keine Genehmigungsbehörden, sonst was. Die wollen zwar gerne einsteigen, aber das können sie im Moment gar nicht, deswegen geht da die Schiene über England. Aber das heißt, rundherum, wenn man so will, rund um Deutschland werden neue Kernkraftwerke gebaut werden innerhalb relativ überschaubarer Zeit. Also die einzige Ausnahme ist Österreich, die stringent nicht wollen. Und die Schweizer zieren sich noch ein bisschen. Die sind nicht ganz so sicher. Was würden Sie sagen, wie kommt das? Weil die Schweiz hat ja schon Kernkraftwerke und ich glaube, da ist die Bevölkerung auch gar nicht so gegen Kernkraft. Die haben aber auch so einen dösigen Ausstiegsbeschluss. Ah, okay. So, und den müssen sie erstmal wieder auch auf dem Gesetzwege wegkriegen. Und das heißt, das ist erstmal jetzt riesengroße öffentliche politische Diskussion. Wollen wir nun oder wollen wir nicht? Ja, und Macron hat ja auch schon angekündigt, dass Frankreich ja auch wieder neue Kernkraftwerke bauen will. Ne? Also die planen jetzt 15 neu. Und ganz interessant, unser anderes Vorbild, Schweden, gerade justament vor 2 Tagen im Parlament eingereicht. Also die haben ja schon mehrfach sind die einen ausgestiegen. So, und die haben, also das jetzige Gesetz ist so, dass sie diese Reaktoren, die sie haben, weiter betreiben können. Die müssen aber ja irgendwann ersetzt werden, ist jedem klar. Und da steht dann so feinsinnig drin, wenn was Neues gebaut wird, dann nur auf dem Gelände. Also nicht mehr und nur auf dem Gelände. Mhm. Und die sind gerade dabei, dieses Gesetz zu ändern. Also Freigabe, dass man überall in Schweden bauen kann und auch die Stückzahl nicht begrenzt ist. Ja, Wahnsinn. Es gibt ja in Finnland diesen Kernreaktor Olkiluoto oder so ähnlich heißt das Ding, der ewig schon im Bau ist und nie fertig wurde und der jetzt, glaube ich, gerade erst fertig geworden ist. Was ist denn da passiert? Weil immer noch nicht. Ja, das ist aber so ein Negativbeispiel, wo es immer heißt, Kernkraftwerke sind viel zu kompliziert, die kriegt man nicht mehr in Betrieb. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen von Siemens noch, hat ja damals Kernkraftwerke gebaut, war aber schon auf dem Ausstieg mit den Franzosen. Und das ist ein einziges Drama, diese ganze Geschichte. Das ist also schlichtweg, kann man so beim Namen nennen, die Unfähigkeit der Firma Siemens und der Franzosen. Ja, ganz klar. Das gibt es nichts drüber zu reden. Weil ich meine, Russen bauen termingerecht in 5 bis 6 Jahren, Chinesen, Amerikaner haben sich jetzt anfangs auch ein bisschen schwer getan mit ihrem ersten Neubau wieder, aber die sind jetzt auch auf der Spur. Aber wenn man das so baut, wie die gebaut haben, so an die Sache rangeht, dann muss man sich nicht wundern, dass man nicht fertig wird. Mhm. Und nebenbei gesagt, der gleiche Typ ist ja in Flamanville in Frankreich in Arbeit. Da werden gerade die ganzen Rohrleitungen des Sekundärkreises rausgerissen, weil die alle schlecht geschweißt waren. Die sind alle durch die Prüfung gefallen. Und es werden 2 gebaut, wieder von dem Typ in England.
Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Und da läuft es etwas besser, weil da sind die Engländer vor Ort, also mit englischen Bauarbeitern und Schweißern und so weiter. Und die alten deutschen Zulieferer, die sind da auch sehr engagiert, die Rohrleitungsfirmen. Und da läuft einiges besser. Da sind die Franzosen nur der Wasserkopf. Okay. Ja, aber das ist wiederum der Traurige daran, dass wir uns rausgeschossen haben und jetzt praktisch nur noch, wenn überhaupt, Zulieferer sein können. Ja, das ist zu schon deren Konditionen, was sozusagen ganz dreist, was der Franzose sagt, was er haben will und was er für einen Preis diktiert. Und früher waren wir in der Lage, komplette Kernkraftwerke zu bauen. Ja. Und, also ich sehe das insofern sehr pessimistisch in Deutschland. Ja. Und was ist dran an dem Gerücht, dass wir ja gar nicht genug Brennstoff für die ganze Kerntechnik haben? Da wird ja auch immer gesagt, ja, Uran reicht ja gar nicht lange mehr, das macht keinen Sinn. Das ist genau so ein schlechte Propaganda, weil man dann einfach ganz schnell nachweisen kann. Also wenn man nur davon ausgeht, von den jetzigen Reaktortypen und von dem Uran, was man hat, dann reicht das mindestens für 200 Jahre. So, wenn man aber diese alten Brennstäbe weiterverwendet, also die sind ja nur 5% sind sozusagen Asche, wenn man so bildlich sprechen will, und 95% sind noch schaltbar, dann haben wir jetzt schon rumliegen für etwa 2000 Jahre. Also unseren vermeintlichen Atommüll, der ist gar kein Atommüll. Nein, der ist Wertstoff. Genau. Ja, der ist genauso wenig, das ist, wie, ich sag mal so, wie mit der Zeitung von gestern bei Ihnen. Die ist für Sie Abfall, die haben Sie ausgelesen. Aber die ist ja kein Müll, sondern die kommt in die Altpapiertonne und wird Neues von gemacht. Ja, ja. Und das war auch immer der Plan gewesen. Also die Kerntechnik ist überhaupt die einzige Branche gewesen, die sich vorab schon mal Gedanken gemacht haben, was machen wir mit unseren Abfällen aus der leidigen Erfahrung der Chemieindustrie, ja, wo man ja viele Leichen schon angesammelt hatte in den 50er, 60er Jahren. Ja. So, und da geht der Trend halt hin, dass man die alle wieder verwenden wird. Ja, das heißt im Grunde, es wird ja immer gesagt, wir haben kein Endlager für den Atommüll. Aber eigentlich müssten wir ihn auch gar nicht entlagern, ja, weil wir ihn ja wiederverwerten würden. Das Endlager ist schlichtweg ein politisches Hirngespinst. Ja. Das war damals ein Kampfbegriff gegen die Kerntechnik. Und heute hat man ja, ich glaube, der aktuelle Stand sind 25 Milliarden, die da immer noch liegen, die der Staat ja genommen hat. Nebenbei gesagt, im engsten Verwaltungsgremium ist ein gewisser Herr Trittin drin. Mehr sage ich jetzt nicht. Ja, ja. So, und was soll's? Und man hat nur diese Endlagersuche erzwingen können, indem man zum Beispiel verboten hat, dass man das Zeug exportieren darf. Ja. Also was ja es gab andere schon Länder ganz verbrauchen konkrete Angebote, könnte, ne? zum Beispiel von den Russen, uns das abzunehmen. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Das ist ja der blanke Hohn. Machen wir mal mit den Mythen weiter. Es gibt ja auch den Mythos, dass die Kernenergie überhaupt nicht wirtschaftlich ist, weil es so teuer ist, Kernkraftwerk zu bauen. Also kann man schon mal auch wieder ganz einfach dadurch entkräften, wenn man sich mal die Strompreise anguckt in den einzelnen Ländern. Und da sind nun mal die Strompreise in Frankreich wesentlich geringer als in Deutschland, weil die einen Kernenergieanteil von fast 75% haben. Ja. Und überall auf der Welt ist die Kernenergie der billigste Strom. Nach wie vor. Deswegen bauen ja auch die Chinesen wie Brezelbacken. Die wollten noch viel mehr haben. Die können allein gegen ihr Wachstum an Strombedarf können die gar nicht gegen anbauen. Ja. Aber die haben Stückzahlen in der Planung im Kopf, die sie mal erreichen wollen. Das ist mehr, als wir jetzt auf der ganzen Welt haben. Ja, weil es billiger ist. Weil auch bei den Chinesen heute schon billiger ist als Kohle. Und by the way ja auch sauberer, weil kein CO2-Ausstoß vorhanden ist. Wir brauchen das ist ja ein ganz großes Problem in China auch schon mit der Bevölkerung. Ganz andere, sag ich mal, Herangehensweise von Umweltschutz oder von Problemen. Die chinesische Bevölkerung ist auf der Barrikade in den Städten, wo die ganzen Kohleindustrie ist, weil da die Luft verdreckt ist, wie wir auch mal so im Ruhrgebiet waren. Genau. Ja, das war ja mal, fällt mir nur noch ein, Willy Brandt, der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Das war damals die Begründung der SPD, warum man massiv in die Kernenergie eingestiegen ist. Heute wollen sie es alles anders wissen. Ja. Ja, es ist schon verrückt. Also wenn man das mal so sachlich beguckt, dieses Thema der Kerntechnik, dann muss man ja wirklich sagen, dass man die deutsche Politik und die Energiepolitik nicht mehr verstehen kann. Nein, die versteht denn keiner. alles das, was planbar günstige Energie liefert, wird kaputt gemacht und man setzt auf Zappelstrom, der wetterabhängig ab und an produziert wird. Ja.
Warum bauen denn zum Beispiel solche Länder wie die Golfstaaten sich 4 Kernkraftwerke hin? Die haben Öl, die haben Gas, aber Und die haben Sonne. Die haben auch sogar Sonne. Auch das. Die haben auch nebenbei gesagt, große Solaranlagen da laufen. Nur, die haben damals, als sie die Entscheidung gefällt haben, das ist ja in dem Sinne auch schon 10, 20 Jahre zurück aus dem damaligen Kenntnisstand, haben die damals schon gesagt, Moment mal, wir können ja das Gas teurer verkaufen als Gas, als wie wenn wir das in unsere Kraftwerke einfach so verfeuern. Ja. Weil wir können billiger Strom mit Kernenergie machen. Ja, so, und jetzt kommen sie ja schon dahin, dass man da Wasserstoff liefern will. So nach dem Motto, wenn ihr das haben wollt, verkaufen wir euch das. Ja, und die Deutschen bezahlen ja alles. Die Energiekosten sind ja völlig egal, auch wenn das LNG dreimal so teuer ist. Ja. Oder wir kaufen auf dem Spotmarkt Gas zu jedem Preis. Also besser geht ja gar nicht. Nur das ist ja jetzt der entscheidende Punkt. Das ist ja der neue Hype, ist ja Wasserstoff. Und das ist ja Schlangenöl hoch 3. Weil man hat ja den Gedanken, man will in der Zeit, wo der Wind weht oder wo die Sonne scheint, will man Strom produzieren, mit dem man dann Wasserstoff herstellt, den man dann irgendwie einlagert. Und in der Zeit der Dunkelflaute will man daraus wieder Strom machen. Gut, hört sich für Laien erstmal toll an. Jetzt kommt aber der erste Pferdefuß, das ist die Thermodynamik. Wenn ich diese Umwandlungskette mache, egal mit welchen Verfahren Sie rechnen, Sie kommen immer darauf, Sie kriegen ein Viertel von dem Strom wieder raus, den sie vorher mit der Windmühle reingesteckt haben. So, und jetzt kommen wir zum absoluten Albtraum jedes Betriebswirtschaftlers. Sie müssen sich also für sozusagen eine Dunkelstunde, müssen Sie sich 4 Anlagen bauen. Komplette Anlagen, Windmühlen, Verflüssigung, Lagerung, alles, was dazugehört. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die laufen ja nicht länger, als die Windmühlen jetzt laufen können und die Solarkollektoren. Das heißt, sie haben eine Auslastung, wenn man bildlich spricht, von 4 bis 5 Wochentagen läuft die Anlage einen Tag. So, einfach an Zeitachse gesagt. Ja. So, das ist der Albtraum für jeden Betriebswirtschaftler schon aus dem ersten Semester, der sagt, das geht doch nicht. Funktioniert doch gar nicht. Naja, der Herr Greichen sagt dann, wir machen das. Wir haben jetzt das Tesla-Mindset und wir machen das jetzt. Und dann funktioniert das hier in Deutschland. Sie sehen das und völlig ganz, verkehrt, der Dr. Hummel. Ganz putzig wird es, wenn denn unsere Politiker nach Namibia fahren, in einer der schlimmsten Wüsten, trockensten Wüsten, die wir überhaupt haben auf der Erde, und erzählen, wir machen da jetzt mit Sonne Wasserstoff. So, es gibt aber bis heute nicht ein einziges Verfahren zu kaufen. Es gibt ein paar in der Entwicklung, in der Forschung, die mit Meerwasser arbeiten können. Sondern bisher brauchen diese Elektrolyseanlage hochreines Wasser. Das heißt, Sie müssen in einer trockenen Wüste, erstmal, wenn Sie mit diesem ganzen Käse anfangen wollen, müssten Sie also erstmal Meerwasserentsalzung bauen, um dann Wasser einzustellen, mit dem Sie sauer. Das ist sowas von hirnrissig. Das ja, kann der Wirkungsgrad ist ja egal. Es muss ja nur sauber sein und also, ja. Aber es muss bezahlbar sein. Wer soll das denn kaufen? Bezahlbar ist bei uns egal schon. Also, das sieht man ja gerade. Und wenn man sich das über die nächsten Jahre ja ansieht, dann ist ja klar, die Energiepreise können nur noch weiter steigen. Ja. Das hat nur die Bevölkerung noch nicht so richtig verstanden, was da auf uns zukommt. Das fängt ja jetzt gerade erst an mit der Katastrophe. Und die Konsequenzen daraus sind auch klar. Da muss man nur, wie heißt sie, Frau Herrmann, die große Wirtschaftsexpertin von den Grünen, hat auch ein Buch darüber geschrieben. Die klipp und klar sagt, schreibt sie in diesem Buch, das ist ja auch schon mit im Fernsehen gewesen, nee, so wird es nicht weiterlaufen. Wir müssen Verzicht üben, wenn wir das mit Wind und Sonne machen wollen. Dann wird also Fliegen, gibt es gar nicht mehr. Doch, weil, aber nur noch für die Politiker. Ja, das ist ja klar. Das ist ja klar. Und Autofahren gibt es auch noch für die Funktionäre. Genau. Ja, unsere grüne nicht. Betty mit ihrer Fahrradwege, die sich immer mit Chauffeur und Limousine vor Ort fahren lässt, dann steht das Fahrrad schon bereit, dann steigt sie da drauf fürs Foto und dann wird sie wieder zurückgefahren. Das ist klar. Das kennen wir alles schon früher aus dem Ostblock. Das ist Sozialismus und Reinkultur. Ja, leider ja. Ja. Aber ich muss sagen, Sie haben unseren Zuschauern super tolle Fakten geliefert, damit man diese Angst, diese Kernenergieangst endlich mal so ein bisschen verlieren kann. Und das muss ich sagen, ist echt super. Also ich habe ja noch die Hoffnung, dass zumindest vielleicht unsere Nachbarländer dann so viel Kernkraftwerke bauen, dass wir da günstigen Strom kaufen können. Das wird wohl so kommen, aber günstig wird er nicht werden. Naja, weil, wenn wir abhängig sind, dann werden die schon den Preis bestimmen. Das ist einfach klar, das sehen wir ja auch jetzt schon.
Wir waren jetzt abhängig von Russland, jetzt wären wir dann abhängig von Frankreich oder von Polen vom Strom her und das wird dann nicht lustig werden. Das Nee. steht mal fest. Es gibt ja schon in dem Sinne einen großen Plan, wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende ist, 14 Kernkraftwerke bauen. Das war vorher schon zusätzlich in der Ukraine. Strom nach Polen liefern und die Kernkraftwerke in Polen sorgen Deutschland mit. Weil sich, sage ich mal, Außenstehende jetzt, gerade auch Amerikaner, die haben ja hier Stützpunkte und sonst was, sich sagen, also wir können Deutschland nicht ins Mittelalter rutschen lassen. Das geht nicht, wenn da die Lichter ausgehen. Irgendwie müssen wir denen helfen, dass die noch zu Strom kommen. Na, Allerdings wird die Frage sein, was wir dafür bezahlen müssen. Das na, wird wir zahlen richtig ja teuer. Jetzt schon, also die Wirtschaft zahlt ja jetzt schon so viel, wer im internationalen Wettbewerb ist, der ist ja jetzt schon außen vor. Nein. Das ist ja leider so. Und die großen Konzerne, die wandern jetzt endlich alle ab. Also endlich im Sinne von jetzt können sie ohne Gesichtsverlust. Ja. Denn solange hier keine Energie bereitgestellt werden kann, kann jeder Konzern sagen, ja, dann muss ich ja woanders hingehen. Ja. Und genau das passiert gerade. Ja, und wir da leben. Haben wir ja die Illusion noch, wir machen das so nach dem DDR-Muster, wir subventionieren alles. Ja, Alles aber wird irgendeiner muss subventioniert. es ja Nur das geht zahlen. natürlich nur eine gewisse Zeit gut, bis Genau. der Schuldenberg so groß ist, dass nicht mehr ist. Das war ja in der DDR auch und dann macht's Bang und dann können wir von vorne wieder anfangen. Genau, und da stehen wir ja kurz davor, weil der Schuldenberg ist ja schon gigantisch. Das ist ja schon eigentlich unvorstellbar, was da angehäuft wurde. Und ja, es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, dieser Knall kommt bald. Ne? Ob er bald kommt, weiß ich nicht, aber er kommt mit Sicherheit. Genau. Oder aber es kommt ein Knall in eine andere Richtung, dass die deutsche Bevölkerung auf die Barrikaden geht. Einfach mal zum Beispiel an der Wahlurne, die nicht mehr wiederwählt. Ja, ja? ja, das wäre zu wünschen, aber noch glauben ja viele Leute an das, was in den Medien so alles geschrieben wird und gesagt wird. Und das ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass viele einfach diese Zusammenhänge gar nicht verstehen. Aber auch das sehe ich nicht so pessimistisch. Da hat sich die Welt geändert. Ja. Das sehen ja Sie und ich. Heute haben wir Internet. Ja, ja, das stimmt wir schon. können Gegeninformationen bieten. Das Ja. war vor 20, 30 Jahren nicht so. Da gab es nur die Tagesschau und dann Ja, das musste stimmt man schon. das glauben, was da war. Und es fängt ja gerade auch in der Jugend an, immer mehr Leute weniger zu glauben. Also ich Hoffentlich. kann mir noch entsinnen, mit einer gewissen Schadenfreude, Greta Thunberg, wo die sich das erste Mal verbabbelt hat mit der Kernenergie. Heute weiß man warum. Da sind die Grünen mit im Boot in Schweden bei der weiteren Nutzung der Kernenergieausbau. Weil die sind wirklich auf dem Trip drauf, wir wollen kein CO2, ist gefährlich. Dann kommt die Frage, was gibt es als Alternativen? Und dann Die ist die haben auch ein Kernenergie. bisschen Wind gemacht, die haben ein bisschen Sonne gemacht, haben gesehen, das funktioniert alles nicht. Aber unsere Kernkraftwerke, die haben wunderbar funktioniert. Also gehen wir zumindest für 50 Jahre, 100 Jahre weiter in diese Richtung. Ja, So, ja. Und das ist Konsens in ganz Skandinavien, Schweden, Finnland, überall bei den Grünen, auch wenn die in der Regierung sitzen. Ja. Nur die deutschen Grünen, die sind etwas anders. Haben Sie eine Erklärung, warum? Ja, meine persönliche Erklärung ist, weil das gar keine Grünen sind. Ja, das ist für mich immer eine sozialistische Partei gewesen. All diese Führer, die heute auch da in Ministerien sitzen, die kommen alle aus der kommunistischen Bewegung. Die kenne ich ja noch in den End-70er, 80er Jahre an den Universitäten, die ganzen Radikalinskis, die haben sich da wieder getroffen. Und ich unterstelle mal zum Beispiel einem Trittin, der hat nicht die geringste Interesse an Umweltschutz, sondern bei denen steht immer dahinter die große Transformation. Der Antikapitalismus. So, und dafür ist das alles nur ein Vehikel. Dann Anders habe macht ich das da keine natürlich ein Erklärung. ganz anderes Bild und dann kann man es auch verstehen, warum die das so machen. Ja, das ist bitte meine persönliche Meinung Ja. und Erklärung, aber nicht erst seit heute, weil ich habe ja auch viele solche grünen Leute mal kennengelernt, privat und sonst was. Die sind ja nicht alle total dumm. So, und die haben auch Internet. Also das sind ja geradezu zwei Welten, was die vor der Kamera wiedergeben für die Öffentlichkeit und was sie hinter verschlossenen Türen geben. Ich sage jetzt nur mal die Grünen in letzter Zeit. Flüssiggas-Fracking war ganz schlimm. Die haben jedes Terminal boykottiert, was die CDU bauen wollte. Jetzt hat der Habeck das durchgezogen. Vor ein paar Tagen bin ich ganz bass erstaunt hier aus dem Brandenburgischen. Müllverbrennung. Müllverbrennung ist eine super Sache. Da können wir Energie mitmachen, da können wir Strom mitmachen. Das war das Gott sei bei uns. Die wollten doch alles umstellen auf Biotonne. Ja? So, und so lassen die Stück für Stück ab. CO2-Abscheidung. Was haben die? Wir haben ja hier genau, in der die haben Nähe sie von gerade Berlin ins haben wir Gespräch so gebracht. Versuchsprojekte Ja, gehabt, ja. Ketzin.
Gott, was haben die Grünen demonstriert, blockiert, wie sie immer machen. Ja, ja. So, und jetzt plötzlich Verhaben in Norwegen, macht einen Vertrag, ist alles schön, wir lagern das in Norwegen ein. Ja, ja. Ja, insofern würde mich auch nicht wundern, wenn es bei denen jetzt politisch eng wird, dass die Bevölkerung sagt, Mensch, wir wollen euch nicht mehr, dann ist das plötzlich die Pro-Kernenergiepartei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ja, bei denen dann hoffen wir mal, dass es bald Gründe kommt. Und Posten. Super. Ja, hoffen wir mal, dass sich diese Wende bald vollzieht, damit wir wieder zu billigem Strom und zu zuverlässiger Energieversorgung kommen. Ja, schön wäre es. Super, Herr Dr. Humpisch, ich sage vielen, vielen Dank. Nichts zu danken. Das ist total toll, weil wie gesagt, ich habe mit so vielen Leuten zu tun, die Angst haben oder Angst hatten, die jetzt keine mehr haben müssen. Das ist einfach genial. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis demnächst. Danke, gleichfalls.